Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Und heute teste ich für euch die Case of Logos für die PlayStation 4. Muss man eben auch das PlayStation 4 Bild auch umschalten, damit ich auch ein bisschen was sehe. Den Key habe ich wieder freundlicherweise zugeschickt bekommen von den Spieleherstellern. Da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Danke für Vertrauen, Support und Abo und so. Ja, und apropos Abo, wenn euch das Video gefällt, natürlich den Daumen nach oben nicht vergessen. Vielleicht schaffen wir heute mal mehr als 10 Daumen nach oben. Das wäre schon echt geil. Und ja, abonnieren, Glocke und so weiter, kennt ihr ja das ganze Prozedere. Okay, Decay of Logos. Ich bin gespannt. So, Gameplay. Automatischer Zielwechsel. Waffe beim Wechsel in den Kampfmodus automatisch ausrüsten. Textsprache Deutsch. Untertitel. Video, Bewegungsunschärfe, Steuerung. Wie sieht denn die Steuerung aus? Schwerer Angriff, leichter Angriff. Auf R2 und R1? Ernsthaft? Magie auf L2, Schildfähigkeit auf L1. Blocken und Parieren auch auf L1. Okay. Ach so, Magie... Nee. Hä? Magikea wechseln? Waffen durchwechseln? Begleiter rufen, Gegenstände durchwechseln? Ducken, rutschen, interagieren, springen, rennen. Uiuiui. Also einfach kann man jetzt zu der Belegung nicht sagen. Da ist bestimmt wieder so ein Ding, wo man sich dran gewöhnen muss. So, mal ein bisschen höher sitzen hier. Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Ah, okay. Da unten der Ausdauerbalken, das ist so Dark Souls-mäßig. Hier mit Ausdauer, wo man sich dann entscheiden muss, renne ich jetzt, hau ich, mache ich eine Rolle. Ein kleiner Elk.
Das sieht schon sehr, sehr mega friedlich aus. Vielleicht zu friedlich. Mit den meisten Schilden kannst du eine Feinde schlagen und ihre Deckung durchbrechen. Manche sind Magikai erfüllt und wirken mächtige Ranken, jedoch auf Kosten ihrer Haltbarkeit. Okay. Also Rennen macht nicht wirklich viel schneller, aber kostet dafür Ausdauer. Das lassen wir dann lieber. Oh, ich kann beten. Er ist bestimmt speichern, oder? Man kriegt hier ja kein Tutorial. Man geht ja davon aus, dass man einfach weiß, was hier gemacht wird. Für die Leute, die es interessiert, ich spiele das hier übrigens in 4K auf der PlayStation 4 Pro. Nur falls es irgendjemanden interessiert. Kann ja sein. Wow. Aber er hat ja eine Knolle. Ich werde von wilden Kartoffeln angegriffen. Oder sind das die Critters? Kennt noch jemand von euch die Critters? Oftmals wird der Pilger in Versuchung kommen, mit der Aussicht auf irdische Güter abseits gelegene Gefilde zu erkunden. Sei stets auf der Hut davor, deine Gedanken von Begierde leiten zu lassen. Das soll wohl eine Warnung sein vor dieser Höhle. Die wir gekonnt ignorieren. Mildes Gebräu aufsammeln. Feuriger Saft. Das hört sich so falsch an. So, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Das ist nämlich genauso, als wenn ich jetzt vorhin da. Oh, wer ist das? Ne, wir gehen nochmal ein Stück zurück. Ah, wären wir vorhin links rumgegangen, wären wir hier ans Tor gekommen und hätten das wahrscheinlich gar nicht ausmachen können. Ich denke mal, davon kann man ausgehen, oder? Ah ne, Hebel bewegen. Ah ja, seht ihr, wir wären hier in das Tor gekommen und wären gar nicht durchgekommen. Dann ist schon mal gut, dass ich direkt links gegangen bin. Instinktiv das Richtige getan. Hä? Ach so. Oh, ich dachte, da kommt jetzt ein Gegner. Kann ich eigentlich den auch hauen? Ich kann ihn knuddeln. Och nö. Da freut er sich. Ein Holzmensch. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der freundlich gewesen wäre. Holz ist böse, sagt Greta. Ach nee, stimmt gar nicht. Ich sag genau das andere. Antlitz aus Rinde. Okay. Ein Moment. So, kleine Unterbrechung war das. Ich musste gerade was erledigen. So, gehen wir weiter. Ah, ich darf nicht so früh anfangen, rumzuwirbeln. Okay, also ich muss sagen,
Das ist jetzt nicht. Du hast einige Luma-Bären ein. Gib sie deinem Begleiter, um ihn zu beruhigen. Nö. Also ich muss sagen, das mit der Ausdauer hier ist jetzt nicht so schwer wie bei Dark Souls. Aber wir sind hier ja noch am Anfang. Kann sich ja noch einiges ändern. Schön wäre allerdings, wenn ich mal wüsste, wo ich hin soll. Ich werde hier einfach in eine Welt geschmissen und weiß nicht, wo ich hin soll. Antlitz aus Rinde. Achso, hat ja auch direkt angezogen. Weil ich ja sonst auch nichts hatte. Magie habe ich noch gar keine. Mildes Gebräu, eine trinkbare Mixtur. Lebenskraft, okay. Eine brennbare Flüssigkeit gewonnen und abgefüllt. Wendet man sie an einer Waffe an, so wird sie von der Macht erfüllt, den Feind zu verbrennen. Okay. Quest. Ja, ich habe keine Quest bis jetzt. Ich muss einfach überleben, glaube ich. Ich habe eine Echo-Erinnerung gesammelt. Das ist ja schön. Und das bringt jetzt was genau? Also ich meine, das Spiel sieht schön aus. Es lässt sich auch super spielen, aber ich wüsste gerne, was ich machen soll. Also bis jetzt ist ja nur rumlaufen. Ah. Wo ist denn der, der jetzt gerade gesagt hat, ich muss ihn rauslassen? Der ist ja bestimmt da unten. Oh. Das hat mich fast meine gesamte Energie gekostet. Ja, ein Eisenhebel, wollte ich gerade sagen, habe ich ja gerade eingesammelt. Vielleicht sollte ich... Wie kann ich denn... Ich bin doch vorhin auch in so ein Menü gekommen. Nein. Na, ja, wie wär's, wenn ich mal irgendwie sowas trinken würde? Mildes Gebräu. Mhm.
Okay. Jetzt traue ich mich auch gegen den zu kämpfen. Stirb. Ich habe doch vorhin jemanden rufen gehört. So, und warum sehe ich den jetzt nirgends? Mal blöd gefragt. Vielleicht ist die Frage auch gar nicht so blöd. Vielleicht aber auch doch. Warum ist der denn jetzt schon wieder da? Habe ich den nicht gerade erledigt? Einer nach dem anderen. Ich schlachte hier einfach alles ab. Deftiges Gebäude. Okay, also da irgendwas zu treffen, ist manchmal schon ein bisschen blöd. Ich höre irgendwie jemanden schnarchen. Da. Ah, ich wusste es doch. Wow. Bam. Das war's? Ich krieg nix. Okay. Ich scheine jetzt aber auch hier gefangen zu sein, oder? Keinen Ausweg nirgends. Keine Leiter irgendwo. Ich könnte versuchen, da hochzukommen. Kann ich aber nicht. Kann ich den Baum hochklettern? Kann ich auch nicht. Die von uns angehörigen gefertigten Gerätschaften sind oftmals von übermäßiger Nutzung verschlissen. Sollte einmal ein Teil einer bestimmten Vorrichtung fehlen, so solltest du das umliegende Gebiet danach absuchen. Ja, das war wegen dem Hebel. Den habe ich ja gefunden. So, wie komme ich aber jetzt da hoch? Das ist, glaube ich, die Frage. Also hier gar nicht. Da lässt er mich auch nicht hochklettern. Ist auch keine Leiter, nix. Hier, die Tür ist verschlossen. Da leuchtet was, das ist auch alles schön und gut. Da ist aber auch keine Leiter, nix. Hier auch nicht. Also bleibt als einzige Möglichkeit ja eigentlich hier hoch. Aber da kommt man nicht hoch. Ich
kann doch nicht irgendwo hochspringen und dann greifen oder so. Ach, da ist eine Leiter. Ah. Wer sucht, der findet. So. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Noch ein bisschen dunkel. So, hier haben wir die Kiste hochgeholt und ja. Also, irgendwie werde ich mit dem Spiel, glaube ich, nicht so wirklich warm, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Das kann ich jetzt nicht tun, weil Feinde in der Nähe sind. Okay, macht ja auch Sinn. Zu doof, um im Schwert umzugehen. Hauptsache, er trifft. Ja, ich halte. Ach. Nehmen wir einfach mal mit. Man weiß ja nie, wann man sowas gebrauchen kann. Feuer auf der Klinge ist ja gut gegen Holz. Diese ganzen belastenden Erinnerungen. Und die Fahne macht gar nichts. Ja, ich meine, es sieht schön aus. Ja, es erinnert auch sehr stark vom Aussehen an Zelda Breath of the Wind. Aber, ich habe irgendwie Bauchschmerzen, glaube ich. Ich blinke so viel. Vielleicht war das auch gar nicht gut, dass ich so viel getrunken habe von irgendwelchem Kram. Ah, hier kann ich mich ausruhen, okay. Schlafen wir mal eine Runde. Von der Schmiedin in Fons. Wo ist denn Fons? Ich bin ja echt toll mit dem Schwert. Nicht. Oh nein. Jetzt kommen auch noch Riesenbienen. Ja, das war klar. Die sprühen natürlich mit Gift an sich. Das war abzusehen.
Ah, gut. Da hinten ist ein Eichhörnchen. Und nu? Tut sich nichts. Wahrscheinlich bin ich zu leicht. Wäre das mal im echten Leben so. Dann müsste ich nicht immer Diät machen. Du sollst auf einen getreuen Gefährten bauen, sodass nicht alles Gewicht auf deinen eigenen Schultern lasten möge. Ja, okay, komm mal her hier. Ha. Aber ich kann auch aufsitzen. Oh. Der möchte nicht, wenn ich ihn nicht fütter. Jetzt darf ich sitzen. Oh mein Gott. Die Steuerung ist echt scheiße. Was ist das? Boah, ist die Steuerung schlecht mit dem Vieh. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es raus. Okay, man muss da erstmal reinkommen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gehe da wieder runter. So komme ich ja gar nicht voran. Nee, also, das ist, ja. Nö. Einfach nö. Oh, da ist jemand. Hallo. Why, hello there, Zamir. What tales can you sing this weary traveler, hm? I must say, it surprises me greatly to find someone wandering around this perilous land. Especially in the company of such a magnificent animal. You're quite a peculiar duo. Very intriguing. And so is the color of your hair, if I might be so bold. You must come from some place in the outer rim of the realm. The more superstitious folk would like to regard those white strands as a rather auspicious omen. Why, do you ask? Well, we'd better save that tomb for another time. I can see you are still very young, but the confidence you exude is remarkable indeed. And even though our motives may differ, I sense we both aim to compose a similar melody. It's just a gut feeling, familiar somehow. Yes, you too are a truth seeker. I shall confide in you then, providing trust flows both ways. I'm Yoran, a, well, wandering bard of sorts. But first things first, before going any further, it is paramount that you give your spirit some repose. Inside this small sanctum, there is a shrine. Would you like to go in? Then, here's the key, Zamir. Let my strings soothe you into a state of tranquility. Toll, bin ich jetzt nur hier rein zum Beten. Scheiß Beten. So, your village was yet another victim of the evil that pours from the palace. Burnt to the ground. I'm so sorry. These lands have seen better days. I dare say happier days. But it's all gloom and doom. Ever since tragedy struck the home of our sovereigns. After the royal schism, the king's sons gained free reign to control the whole realm, much to our dismay. Their corruption is so deeply entrenched in the territory, it's nearly impossible to uproot.
No mistake. They were once, I suspect Prince Pathos is to blame for... Also ganz ehrlich, also mich packt das Spiel irgendwie nicht. Mich würde das Spiel vielleicht packen, wenn ich jetzt wirklich ein Ziel hätte. Aber ich habe kein Ziel. Ich renne sinnlos durch die Gegend, habe keine Quest, nix. Schmeiß irgendwelches Gebräu auf den Kopf, durch die Gegend. Da, wo soll ich denn eine Quest herkriegen? Da, toll, ich habe ein paar Erinnerungen gesammelt. Mega, freut mich. Hier kriege ich eine weitere Erinnerung. Ich meine, das sind immer schöne Tipps, ne? Dadurch kann man halt, weiß man, wie man dann weiterkommt, wenn man irgendwo festhängt. Aber ich brauche irgendwie mal eine Vorgabe, was ich machen soll. Ich renne hier nur ziellos durch die Gegend. Also das macht mir absolut keinen Spaß. Und das finde ich sehr schade, weil das Spiel nämlich richtig gut aussieht. Das könnte quasi eine Zelda... ein Zelda-Ersatz für die PlayStation sein. Oder hätte es sein können, sagen wir es mal so. Und dann versaut man das, indem man da keine Quests reinmacht. Was ist denn hier los mit den Spieleentwicklern? Haben die sich gedacht, okay, wir machen das so Sandbox-mäßig. Das macht bestimmt den Leuten Spaß, ziellos durch die Gegend zu laufen. Und nichts zu tun? Außer sinnlos Feinde abzumetzeln? Also ganz ehrlich, für mich macht das Spiel keinen Sinn. Aber wenn es euch gefällt und ihr sowas toll findet, durch die Gegend zu laufen und nichts zu machen, dann gönnt es euch trotzdem. Ich mache euch einen Link unter das Video, aber also für mich persönlich ist das jetzt wirklich nichts. Ich muss da ja ehrlich sein. Tut mir leid, liebe Spieleentwickler von Decay of Logos, aber für mich ist das null. Da habt ihr Scheiße gebaut. Ich hoffe, ich sterbe jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, Leute. Vergesst nicht, der Daumen nach oben ist für meine Leistung. Nicht für das Spiel. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt beim Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst den Daumen nach oben nicht und Abo und so weiter. Ne? Das nächste Mal kommt bestimmt wieder ein besseres Spiel. Stay tuned. Euer Gameblamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.